Hallo, ich war mal in einem Restpostladen drin, um zu schauen, wie viele Produkte man eigentlich so für rund um 1 Euro bekommen kann, die gegen Langeweile helfen. Es sind ja jetzt auch wieder Herbstferien. Meine haben schon angefangen. Ich weiß ja nicht, wie weit sind eure so. Könnt ihr mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wann ihr Ferien bekommt. Aber ich dachte mir, es wird mal wieder Zeit für ein Video, was so ein bisschen gegen Langeweile hilft. Und da habe ich heute einfach mal ein paar Sachen aus dem Laden mitgenommen, wo ich glaube, dass das Dinge sind, die ganz cool sein könnten gegen Langeweile. Dieses Video ist übrigens auch eine Kooperation mit der lieben Diana. Bei ihrem Video könnt ihr gerne vorbeischauen, ist auch wie immer in der Infobox verlinkt. Sie zeigt euch so kostenlose Dinge gegen Langeweile, auch sehr cool, falls ihr gar kein Geld ausgeben möchtet. Aber wir kommen jetzt erstmal zu meinem Video und das erste Produkt ist wahrscheinlich sehr offensichtlich. Ich finde, Masken sind perfekt gegen Langeweile. Beim DM, beim Restpostladen, überall bekommt man ziemlich billig Gesichtsmasken. Wenn man Langeweile hat, dann tut einem so ein kleiner Wohlfühltag ganz gut. Mal in die Badewanne gehen, irgendwie, weiß ich nicht, ein paar Badekugeln reinwerfen, eine Maske auftragen, was auch immer, worauf immer ihr Lust habt. Ich sitze zum Beispiel super gerne lange in der Badewanne und gucke Serien und habe eine Maske dabei drauf oder irgendwas. Also es ist zwar sehr offensichtlich, aber es ist auf jeden Fall auch ein guter Tipp gegen Langeweile. Kommen wir mal zu dieser Tasse hier. Ihr werdet wahrscheinlich denken, sag mal, spinnt ihr eigentlich, was soll ich jetzt mit dieser Prinzessinnen-Tasse? Aber das hier ist eine Tasse, die habe ich für 1 Euro tatsächlich beim Restpostladen gefunden. Und ich finde, man kann sowas immer super zu Dekorationen benutzen. Ich habe jetzt nur diese Prinzessinnen-Tasse genommen, weil das die billigste war und weil ich die sowieso von außen ansprühen wollte. Es gibt nämlich in solchen Restpostläden und auch 1-Euro-Läden teilweise ganz oft so Sprühfarbe zu kaufen, die dann immer so 1,50 oder so meistens kostet. Und ich habe mir da mal vor etwas längerem so eine Kupfer-Bronze-Farbe von gekauft. Das ist so ein Veredelungsspray, wie die das hier nennen. Und das hatte ich vor, hier einfach drauf zu sprühen und das dann noch so ein bisschen zu dekorieren und dann auf meinen Schminktisch zu stellen und so meine liebsten Pinsel, die ich immer verwende, da rein zu tun. Basteln hilft eigentlich immer gegen Langeweile und das hier könnt ihr verzieren, wie ihr möchtet. Ihr könnt auch einfach eine andere Tasse kaufen mit einer anderen Form oder was auch immer und könnt das dafür benutzen, Blumen reinzustellen oder Krimskrams reinzulegen, wie auch immer. Ich finde, das ist aber eigentlich eine echt coole Idee, so gegen Langeweile. Anknüpfend daran kann man auch noch so Glitzerfarbe oder Acrylfarben ganz gut im Restpostladen für sehr billig kaufen. Das hier hat jetzt auch 99 Cent gekostet und es ist so eine Glitzerfarbe, so eine goldene, wie ihr wahrscheinlich seht. Und damit habe ich dann überlegt, könnte ich diese Tasse auch noch so ein bisschen dekorieren oder einfach so andere Kleinigkeiten in meinem Zimmer dekorieren. Ich habe da irgendwie immer Lust drauf. Und dann kommen wir auch schon zum nächsten Produkt und zwar dieses Notizbuch hier. Auch das habe ich mir so in Kombination quasi mit dem Glitzer und mit der Sprühfarbe auch hier gedacht. Weil ich das nämlich natürlich von außen noch so ein bisschen dekorieren wollte. Das Muster gefällt mir jetzt nicht so mega. Ist jetzt auch nicht super hässlich, aber es war halt so das billigste Notizbuch, was ich finden konnte. Es hat auch 1 Euro gekostet. Und ich finde, allein schon das Dekorieren davon macht dann total Spaß. Aber das Notizbuch an sich macht natürlich nicht nur Spaß zum Dekorieren. Was ich euch vorschlagen wollte, ist einfach euch, wie gesagt, irgendein Notizbuch zu kaufen. Das hier hat jetzt so karierte Seiten. Und dann einfach eurer Kreativität freien Lauf zu lassen. Ihr könnt da Rezepte reinmachen, wenn ihr total auf Kochen oder auf, ich weiß nicht, gesunde Ernährung steht, dann könnt ihr sowas da reinmachen. Tipps oder eure Ziele oder jeden Monat so ein bisschen eure Ziele für den Monat aufschreiben, dann schauen, ob ihr die erreicht habt, vielleicht To-Do-Listen drin unterbringen. Damit könnt ihr euch dann quasi so einen eigenen Planer erschaffen. Ich habe auch so einen Planer, wo ich To-Do-Listen und so ein Zeug alles drin habe und das hilft mir total so, mir alles zu merken und es macht mir auch Spaß, das so zu führen. Und ich finde, wenn man sich wirklich drauf einlässt, dann kann man da auch echt mit kreativ werden, auch wenn es nur einfach ein leeres Notizbuch ist, damit kann man wirklich viel machen. Ihr könnt auch eure Stundenpläne da reinschreiben oder sonst was, also ihr seht, ich habe da tausende Ideen und ich wette, ihr habt auch ein paar, also könnt ihr euch sowas mal zulegen und damit einfach mal so ein bisschen eure Freizeit verbringen. Als nächstes habe ich im Restpostladen sowas hier gefunden, was ich mega cool fand und das sind diese Flash-Tattoos. Hier heißen die so temporäre Tattoos in verschiedenen Mustern und ich fand das eigentlich echt süß und ich glaube, damit kann man auch wirklich gut so seine Langeweile vertreiben. Einfach nur, während man sich überlegt, wo man das hinkleben möchte, wie man das vielleicht auch kombinieren möchte. Vielleicht kommt man dann auf Outfit-Ideen oder so, die könnte man ja auch theoretisch wieder in sein kleines Notizheft hier eintragen, wenn man will. Und dadurch, dass ich so überrascht war, dass ich sowas tatsächlich für irgendwie 99 Cent, glaube ich, waren es, im Restpostladen gefunden habe, fand ich das mega cool. Wollte ich euch mal zeigen, damit ihr sowas nicht irgendwie überteuert online bestellen müsst, weil ich schon echt Seiten gesehen habe, die das überteuert verkaufen. Kommen wir zu einem ganz tollen Thema, und zwar Essen. Ich habe jetzt zwei Dinge dazu, die ich euch mal vorschlagen wollte. Und zwar gibt es in vielen so 1-Euro-Läden und so ein Zeug ganz coole Kochbücher. Und ich habe da mal dieses hier mitgenommen. Das ist dieses Easy Curries, weil ich bin ein totaler Curry-Fan. Da sind dann die verschiedensten Rezepte drin. Ich fand das echt ganz cool. Ich habe mir das mal so angeguckt. Hier sind immer so die Bilder. Dann kann man sich hier so die ganzen Rezepte durchlesen. Die Zubereitung. Das sah echt mega geil aus. Und hier gibt es so viele verschiedene Ideen.
Und wenn man dann mal so richtig Langeweile und auch Zeit hat, dann kann man einfach mal eins dieser Rezepte ausprobieren. Und das muss ja nicht irgendwie total ein aufwendiges sein. Das heißt ja auch Easy Curries. Also es ist größtenteils mit wenig Zutaten. Könnt ihr euch ja auch aussuchen. Da gibt es ja auch Backbücher, falls ihr lieber backt und sowas. Und die gibt es, wie gesagt, auch richtig billig. Und dann kann man einfach mal ausprobieren, ein paar Rezepte zu kochen oder generell mal zu kochen, weil es macht eigentlich echt mehr Spaß, als man denkt. Und wenn man sich dann zum Beispiel noch so eine Freundin oder einen Freund dazu holt, dann macht das Ganze noch mehr Spaß und dann könnt ihr zusammen kochen und eure Langeweile vertreiben. Gleiches gilt für Backen. Backen kann man, wie gesagt, auch immer. Und ich habe hier einmal so eine Muffin-Backmischung gefunden. Die hat auch nur 1,50 glaube ich, gekostet. Mega cool. Also ladet eure Freundinnen ein, backt ein paar Muffins, freut euch. Oder natürlich könnt ihr auch Muffins alleine backen, wie auch immer ihr möchtet. Ich stelle mir das nur mega süß vor, einfach mal so ein bisschen zu backen, auch wenn es nicht viel Arbeit ist, weil es eine Backmischung ist. Aber die gibt es, wie gesagt, auch für sehr, sehr billig. Könnt ihr auch mal vorbeischauen, da gibt es alle möglichen Kuchen. Da könnt ihr auch einfach mal ausprobieren, so einen Kuchen zu backen, den ihr noch nie gebacken habt. Da gab es zum Beispiel auch so Oreo-Torten oder so einen bestimmten Apfelkuchen. Sowas habe ich auch noch nie versucht zu backen. Also da kann man echt mal gerne vorbeischauen und irgendwie gucken, worauf man mal Lust hat, was man mal ausprobieren möchte. Und das vertreibt definitiv auch die Langeweile. So, gebt mir jetzt gerne einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat und vielleicht euch irgendwie in irgendeiner Form hoffentlich inspiriert hat, irgendwas gegen eure Langeweile zu tun oder auch euch einfach nur unterhalten hat. Schaut jetzt gerne nochmal in der Infobox vorbei, da ist Dianas Video verlinkt, damit ihr da nochmal ein paar kostenlose Tipps gegen Langeweile bekommt. Und ansonsten seht ihr hier einmal meine Social Media Seiten, könnt ihr gerne vorbeischauen, wenn ihr möchtet. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!